So, weiter geht's wieder mit Fire Emblem Sacred Stones. Das heißt, wir haben schon die Hälfte überwunden in Lacto-Ruinen. Das ist super. Wir kommen immer noch sehr gut voran. Und das wird auch so weitergehen. 42 Gegner, aber die halten uns nicht auf. Ich glaube, die Map dürfte nach wie vor leicht sein. Immerhin haben wir keine Giftfallen mehr. Jetzt kommt's Feuerfallen. Ja, das ist dann wahrscheinlich das Nächste, genau. Jetzt brennen gleich alle. Ich sehe schon auf mich zukommen. Oh je. So. Wow, 0% Trefferchance. Okay, das ist ziemlich cool. Ich liebe Säulen. Fängt schon mal gut an. Was haben wir hier? Achso, ich muss noch aufpassen. Ich müsste eigentlich mal einen Ivaldi schmieden. Moment. Schmiede Ivaldi. Gut, nicht verklicken. Sehr gut. So, damit ist die Schmiede auch endlich mal aufgebraucht. Der Moment, auf den alle lange gewartet haben, die Schmiede ist zerbrochen. So, Feierabend. Hast du jetzt Ivaldi geschmiedet? Ja. Ja, also wolltest du Nidhöger schmieden? Nee, ich habe mich doch umentschieden. Ich denke, das passt so auch. Meisterbogen auf die Spinne, ich überlege noch. Da drüben ist, glaube ich, nichts Gefährliches. Wie weit doch, kannst du gehen? Stein. Okay, du kannst nicht weit genug. Gut. Probieren wir's. Ja. Oh. Egal. So. Da geht's als Nächstes weiter. Naja, ich habe einen Langbogen dabei, sehr gut. Können ja zusammenarbeiten. Ich glaube, ich bleib mal beim Glanz. Das kann man ja auch mal ausprobieren. Okay, sollte man nicht, nee. Aber ich kann sie mal da stehen lassen, das ist in Ordnung. Die haben jetzt natürlich alle Lanzen, aber es passt schon. Der crittet sich sowieso durch. Und du bleibst auch da, okay. Ja, ich glaube, das wird auch wieder ziemlich schnell gehen, also... bin doch sehr gute Hoffnung, was das betrifft, lol. Okay. Ja, es geht schnell. Es geht gerade wirklich schnell. Oh, ein Axtmeister und eine Meisterlanze. Das ist gefährlich. Warte, einen Lanzenmeister habe ich nicht, oder? Oh, doch, du hast einen Lanzenmeister. Moment. Dann benutze ich den Lanzenmeister, ist ja klar. Dann kommt nämlich ein Axtmeister. Wahrscheinlich, aber dann kriege ich die Meisterlanze. Das finde ich auch nicht schlecht. Ich habe gehört, du bräuchtest keine Meisterlanze mehr. Mir ist es egal, wie rum. Beides ist gut. So, was kriege ich jetzt? Jetzt sehen wir es gleich. Mach Spaß. Hier, Meisterlanze. Ja, wie rum das jetzt passiert, ist mir eigentlich wirklich relativ egal. Und Amelia trifft niemand, wie auch immer man das schafft hier, sie nicht zu treffen. Die weicht immer geschickt aus, um die Säulen drumherum. Oh, das war kein schöner Treffer. Dafür geht's hier fleißig weiter. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gefragt hatte. Ja? Wenn irgendwann Fire Emblem 6 und 7 kommen, womit würdest du anfangen? Ich mach's richtig herum, wenn dann. Das heißt 7 und dann 6. Okay. Also nicht nach Spielereihenfolge, sondern nach der zeitlichen Reihenfolge. Ja. So gehört sich das, finde ich. Man könnte ja dann auch in der Zeit während FE 7 dann Let's Plays mal drüber nachdenken, FE 6 zu übersetzen. Ja, das meine ich ja. Das wird sowieso so sein. Alle Spiele, die jetzt noch kommen, und das ziehe ich gnadenlos durch, werden auch ins Deutsche übersetzt werden, dann einfach fürs LP, beziehungsweise auch natürlich für die Nachwelt. Alles, was aussteht. Und es gibt ja auch einige Projekte, die da sogar am Laufen sind, schon im deutschen Raum. Und ich persönlich habe ja FE 12 eigentlich sogar fertig übersetzt. Und das ist zum Beispiel was ja dann erscheinen wird, mit dem LP zusammen quasi für alle anderen. Ja. Das ist so noch eine Besonderheit. Das ist natürlich ziemlich krass vom Aufwand, aber die Leute sollten mittlerweile, glaube ich, wissen, dass ich verrückte Projekte ganz gerne mal umsetze. Siehe Croc Guide oder solche kranken Sachen. Ich meine, ist schon was, das hat bisher niemand so umgesetzt. Von daher bin ich doch immer recht stolz auf die Arbeit. Ist halt einfach ein cooles Gefühl. So.
Und ich bin auch sehr, sehr gespannt, was da alles an Herausforderungen auf mich zukommt. Okay. Ich meine, leicht wird es sicherlich nicht werden, das ist schon klar. Ach, der hat einen Schädel mit Pfeil vorhin verballert. Wo kam der denn hin? Muss das Ziel verfehlt haben. Anders kann ich es mir nicht erklären. Geht ja mal gar nicht. So, erstmal. Nein. Gut. Oh Gott. Do not fail. Oh, das ist irgendwie ziemlich bitter. Da drüben. Das gefällt mir besser. Hast du 100%? Okay. Wir stürmen weiter nach vorne mit dem Wurfball. Ja, schon auf 31 reduziert. So schnell kann es gehen, ne? Schon sind 11 Gegner weg. Ja, und allgemein natürlich jetzt mit Fire Emblem ist ja klar, dass irgendwann werde ich vielleicht mal durch sein, auch wenn es wahrscheinlich Ewigkeiten noch dauert, ist ja klar. Es sind auch eine ganze Menge Spiele, aber dann würde ich mich schon auch mal ein bisschen mit Hex auseinandersetzen mehr und da mal ein bisschen was spielen. Ja, da wäre sowieso die Frage, womit du anfangen würdest. Ja, es gibt da wirklich eine ganze Masse, unglaublich, wie fleißig da die Leute doch sind. So, jetzt kommt das Versteinerungsproblem auf uns zu. Ich stell dich mal auf eine Säule, weil das ist immer ziemlich cool für sowas. Und okay, du hast eh ein Schwert dabei, dann nutze ich das Leichteste, was ich habe. Das ist ein Shamshir. So, und mit Sali und so im Support sollte das eigentlich sowieso kein Problem sein. Mehr Ausweichquote. Ja, das passt erstmal so, oder? 77 hat er mit dem Speer auch, alles klar. Ey, Frank hat ja noch voll die vielen Waffen Nutzung. Aber bald hat er alles aufgebraucht. Das stimmt. Das ist immer das Schöne, wenn man auf den Vorrat zugreifen kann dann. Es kann einem einfach sowas von egal sein. Oh mein Gott. Da kommt auch die Versteinerung. Bitte nicht. Danke. Furchtbar. Kann's nicht mehr sehen. Oh nein. Okay, jetzt aber. Jetzt gibt's Saures von Ephraim. Jetzt gibt's Ärger. Das kommt noch. Das kommt noch. Wir wollen über die Erde regieren. Und unseren eigenen Staat kriegen. Ich sage jetzt das mal lieber nicht weiter, denn das denken die Leute, ich könnte das auswendig und wäre verrückt. Nein, niemals. Guckt man denn auf sowas? Ja, weiß ich nicht. Komischerweise war es jemand, der konnte sich das nach dem ersten Mal immer sofort merken. Okay. So, Sale kommt dazwischen und darf jetzt mal Elixier benutzen, so. Frag mich, wie so ein Elixier schmeckt. Bestimmt nicht gut. Okay, wir gehen das mal langsam an der Stelle, glaube ich. Ach, da fällt mir ein, ich könnte auch mit Naimi rüberschießen, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Na. Mäh. Nicht unbedingt der Hit. Das ist jetzt auch nicht gerade der Hit. Okay, benutzen wir den Kriegerbogen. So, als nächstes dürfte diese blöde Gorgonen antanzen. Ich hoffe mal, das funktioniert, dass wir nicht versteinert werden, aber zur Not habe ich natürlich mal wieder was dabei, was uns hilft. So, weiter geht's an der Stelle. Das sieht gut aus, das machen wir. Haben die irgendwas Effektives dabei? Einen Drakusspeer und einen Stahlbogen? Nö. Kommen wir auch durch. Aber easy. Du bist zu langsam. Naimi. Nee. Amelia. Moment. Ich benutze mal Garm. Scheint sich zu lohnen. Kann sich eigentlich auch nur lohnen. Oh, und da oben sind noch ein paar Spinnen. Spiders. Warum heißen die eigentlich nicht Spinnen? Das ist total... Hä, was? Ach, weil, warum heißen die... Bael meinst du, ne? Ja. Wird wohl auch wahrscheinlich wieder was Mythologisches sein, schätze ich mal.
Wahrscheinlich irgendwelche ganz besonderen Spinnen, die auch einen bestimmten Hintergrund haben. Wie auch immer. Das Problem ist, dass da oben noch eine kommt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt großartig ausnutzen will gerade. Merirf, der hält ja einiges aus, der Rest aber nicht unbedingt. Ich glaube, ich gehe mal darüber. Mit Glanz auch nicht unbedingt verkehrt und... Solange der mich nicht erreicht, ist das ja auch nicht unbedingt verkehrt. Meisterbogen, okay. Immer schön die Säulen ausnutzen. Davon gibt's ja nicht genug. Und dann ist die Ebene bald geschafft, huh? In der Beta von den Gameboy VM sollte die Säule ja eigentlich unpassierbar sein. Ah, okay. Interessant. Gut, ich kann mir schon vorstellen, dass halt eine Säule an sich nicht schlecht ist zum Ausweichen so. Wenn man sich's bildlich vorstellt, du kannst dann ja quasi so ein bisschen den Gegner reinlegen, immer drum rumlaufen und so. Und halt von der Seite angreifen. Fang nicht gemacht. Das ist halt so eine Billigtaktik, ne? Ja, kann man sich ganz lustig vorstellen. Aber an sich, also ergibt schon Sinn auf jeden Fall. Dass das so ein bisschen hilft, auszuweichen. Ist auch jetzt leicht angeschwächt, aber wir haben ja auch noch Purgativs dabei zur Not. Warte, sind hier irgendwo Meisterbögen? Kurzbogen ist dabei. Ich lock den hier mal mit dem Windschwert an und benutze ein Elixier. Warum eigentlich nicht? Ja, okay, oh ja, weil das ja jetzt auch so viel Sinn gemacht hat. Das hat ja jetzt auch so viel Sinn gemacht. Naja, aber Schaden. Außerdem, ich mache die Lacto-Ruinen sowieso da nicht nochmal, das passt schon so. Da kann ich ruhig ein bisschen verschwenderisch sein. Ja, wenn du das nicht später bereuen wirst, dann weiß ich es nicht. Abwarten. Nicht so negativ eingestellt sein. Ja, okay, ich warte ab und trinke Tee. Das ist die richtige Einstellung. So. Ich bin ja sowieso schon gespannt, wenn du mit den neueren FEs durch sein solltest, wie dann die Abstimmung ist, ob man dann sich für jetzt die DS oder für so ältere FEs entscheiden wird. Bin ich ja schon mal gespannt. Ich glaube, meine Top-Liste zu Fire Emblem, die ich auch noch bald mal veröffentlichen möchte, endlich, nachdem ich das schon seit Ewigkeiten machen will, könnte da auch noch ein bisschen was dazu beitragen, dass sich Leute anders entscheiden, sage ich mal. Bin mal gespannt. Oh, mein Lieblingsspiel ist ja eigentlich FE1. Danach kommt FE3, danach kommt FE11 und danach FE12. Hast vergessen, weil es das mein Lieblingsspiel Tokyo Mirage Sessions ist. Ich bin enttäuscht von dir. Ah, stimmt. Hast du ja mal erzählt. Ja, Pech, ne? Kennst du dich einfach nicht gut genug. Ich bin enttäuscht. Ja, das Einzige, was ich halt wirklich nicht so kenne, ist Tearing Saga. Oh ja. Ja, da sagst du was. Genau, das habe ich eigentlich auch schon seit Ewigkeiten auf dem Schirm. Allgemein Tellerrand. Tellerrand ist sehr, sehr spannend. Also alles, was ähnlich wie Fire Emblem ist. Sprich, sowas wie Final Fantasy Tactics zum Beispiel. Aber Valkyria Chronicles vor allem auch. Oh ja, da gibt's tolle Spiele. Sehr, sehr tolle Spiele, die leider ziemlich viele nicht kennen. Alle Spieler vom Tellerrand. Oh, da ist Tokyo Mirage, die sind runtergefallen. Also wenn du das jemals spielen solltest, würde ich mich fragen, was falsch mit dir ist. Fire! Oh Mann! Das ist mein Lieblingssong. Das ist das beste Fire Emblem. Das ist noch nicht mal ein Opening im Spiel, ach egal. Das ist einfach nur ein Lied. Ich glaube, das ist irgendwie das Ending oder so. Also ich weiß es nicht. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, was mein Lieblings-FE-Song ist. Schon unglaublich, dass es so ein Crossover überhaupt gegeben hat. Irgendwie. Das hat gegeben, das gibt es ja immer noch. Ja.
Es existiert nur in Gedanken. Das wurde hier leider noch nicht vom Markt genommen. So, Ivaldi. So, und sobald Amelia oben ist, geht das, glaube ich, eh ganz, ganz schnell. Die arbeitet sich da schon durch. Die macht das. Guter Anfang, Amelia. Oh oh, das ist ein Bail. Okay. Das ist das Einzige, was problematisch werden kann. Es ist ein Bail. Bail. Er hat auch das Bail abgesehen. Moment, aber vom Fire Emblem ist doch so weder in FE. Nee, was ist doch in FE. Ach, keine Rede von, oder? Doch, doch. Ob. Ist der heilige Stein von Grado. Wird so bezeichnet. Ach so. Speziell. Oder ein bisschen mächtiger sein soll als der Rest und da der Dämonenkönig verbannt wurde. Okay. Ja, ich weiß, dass ein FE6 auch existiert, aber da kommt es irgendwie so plötzlich. Übrigens, es gibt da noch ein Fire Emblem. Ich wusste nicht, ob sie schon wussten, aber das brauchen wir jetzt. Das ist wichtig für die Story, Leute. Nein, es kommt einfach in Kapitel 5. Es ist so ein Kapitel mit Banditen und es ist einfach da. Oh Mann. Und in FE7 weiß ich es jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Nee, warte. Ivaldi. Okay, doch, oh, warte. Das Fire Emblem, das war in da wo Sefil herkommt. Sbern. Da ist das, da kommt das her. Er ist ja auch wieder zum Versiegeln von Drachen in FE6, ne? Ja. Genau. Ist ja meistens die Funktion, Drachen zu versiegeln. Meistens ist es ja eine Schutzfunktion. Quasi gegen die Drachen, die sich wehren, meine Raketengestalten anzunehmen. Die werden ja von vielen als schwach erachtet. Die wollen ihre Form nicht aufgeben. Nur die logische Konsequenz ist immer, dass man wahnsinnig wird, früher oder später, wenn man nicht eine Manakete wird als Drache. Das ist das Problem. Okay. So ist es zumindest meistens. Ja, in Awakening heißt es ja nur, ich klaue mal dein Fire Emblem. Tschüss, ich gehe dann mal. Ich hab jetzt ein Fire Emblem, Mama. Cool. Ich habe mir sogar mal im Internet so eine Verarschung zu Awakening angesehen. Da war so Chrom, so gesagt, okay, da rein, ich lege jetzt mein Falkchen dahin. Darfst es nicht anfassen. Ich gehe da mal auf die Toilette. Bam, Tür zu, dann da rein, das ist Fälschchen, ich würde es ja gerne mal anfassen. Es ist umgekippt. Ach, Chrom hat es ja nichts dagegen, wenn ich es mal aufhebe. Er hätte das so in den Händen und es zerbricht. Tja. Shit happens. This is what happens when you touch the Fälschchen. Ja, greift die Amelia an, es passiert eh nichts. Amelia steht rum. Da kann man nichts anhaben. Seht ihr? Den könnt ihr angreifen. Aber sie greifen Amelia an, weil sie nicht kontern kann. Ja. Das hier ist gerade Heroes in a Nutshell. Da steht eine Amelia rum und die kriegt keinen Schaden. Was ist hier los? Aber meine Amelia mit ihren S-Summoner-Support wurde eiskalt durch Aira ersetzt. Betrayal. Pures Betrayal. Ja, und dein und euer angeblicher Leo ist gar nicht im Halloween-Banner dabei. Ja, ne? Das hat mich aber echt gewundert, muss ich sagen. Ich bin ja echt voll davon ausgegangen, weil eigentlich hat Jacob wirklich ziemlich ähnliche Haare. Ist mir dann erst so bewusst geworden. Weil ich dachte immer, dass Leo eigentlich schon so eine Frisur hat, die hat eigentlich sonst fast niemand, aber... Jacob kommt ziemlich nah ran. Hätte ich nicht gedacht.
Und ich finde, das sind auch schon wieder ungewöhnliche Charaktere, so ein ja, bisschen. Damit hätte, glaube ich, auch niemand gerechnet, so irgendwie. Das war dann doch sehr überraschend. Ich glaube, jede Theorie lag da falsch, was das betrifft. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass die Charaktere schlecht sind. Das ist halt ungewöhnlich. Ja, ich bin voll froh, dass wir unseren ersten gepanzerten Magier haben. Das finde ich ziemlich lustig. Echt? Ist Henry ja wirklich gepanzert? Ja, er hat ja auch Armor Mage, das würde ihn sonst ja gar nichts bringen. Ich habe das nicht so richtig herausgesehen, wer da jetzt der Gepanzerte ist, weil das nicht so aussah, als wäre der gepanzert. Er hat einen riesigen Sarg, also ist er gepanzert. Makes sense, right? Not for me. Ich brauche ein Elixier. So. Ich will aber Novi haben. Irgendwie. Ja, ich hätte ja wirklich gern alle, aber ich hatte riesiges Pech beim Tänzerin-Banner, aber dann hatte ich jetzt riesiges Glück bei Holy War und habe halt fast alles bekommen, was wichtig ist. Tja, das ist schon, wenn du so viel Glück wie jemand in meinem Umkreis hast, bekommst du drei der vier Tänzer und eine sogar zweimal. Na, toll. Atemberaubend. Wir lieben doch alle solche Leute mit solchem Glück, ha? Ja, zweimal Azubra, einmal Inigo und einmal Shigure. Großartig. Und ich hätte gern Azura, bekomme aber natürlich nur Inigo und Shigure. Die ganzen Tänzer sind so toll und ich experimentiere eigentlich gern mit den ganzen Tänzern. Ich hätte unbedingt gern die Olivia gehabt noch. Ist halt ein Charakter, den ich noch sehr mag. Ist immer schade, wenn man dann Charaktere gerade bekommt, die man halt eigentlich nur so haben will. Einfach weil man die halt ganz gerne aus bestimmten Teilen hat. Ja. Das ist immer schade. Nicht mal unbedingt, weil man es ja competitive so viel spielen will. Sehr ärgerlich dann. Ja, deswegen mag aber auch generell irgendwie immer solche zeitlich begrenzten Helden überhaupt nicht. Naja, es gehört halt irgendwie mit dazu. Ja. Das schon. Muss noch ein bisschen aufpassen auf Erika. Moment, da unten stehen doch noch Leute rum. Da unten stehen Leute rum. Wie sich Nintendo einen Gefallen tun könnte, oder halt generell halt die Typen, die das gemacht haben, die könnten immer jedes Jahr diese zeitlich begrenzten Helden zu dem Zeitraum, was sie es nochmal rausbringen, in einem Banner kombiniert mit den neuen Helden, wenn sie nochmal neue Helden machen sollten. Oh, mein Arthur kann noch keine Stärkung nehmen. Verdammt nochmal. Das habe ich extra so schön rübergeschadet. Dachte mir, das ist eigentlich ganz gut, dann kann ich noch angreifen und trotzdem Erika heilen, aber okay. Gut, dann halt nicht. Naja, vielleicht geht das hier. Oh, lol. Ja, ist auch immer schön. What does the inner say? Das wäre ein One-Hit, aber das ist mir irgendwie zu schade. Das geht aber auch nicht. Gut, One-Hit. Du wolltest das ja, so. Ja, eigentlich ganz lustig. Was man bei den FEs immer merkt, ist, dass sich das scharfe S von allen Buchstaben unterscheidet. Ja, ist auch was sehr Ungewöhnliches. Ich weiß auch warum. Also es liegt ja daran, dass ja seit FE 8 in der englischen ROM immer das Ä, Ö und Ü vorhanden. Das scharfe S muss Nintendo auf Europe immer, oder halt von Deutschland immer selber reintun. Ich wüsste halt nur gern wie. Das ist auch ein sehr, sehr spezieller Buchstabe, was das betrifft. Selbst wenn man es mit anderen Sprachen jetzt vergleicht, ist ja das scharfe S wirklich was sehr Typisches bei uns. Ja. So, wir haben gleich die Map geschafft, so ganz nebenbei. Fehlt nicht mehr viel. Auch mal wieder eigentlich sehr simpel. Moment, war der Meisterbogen jetzt nicht gegen das Auge effektiv? Hä? Nö, ist doch nicht effektiv. Das sind ja keine Flugeinheiten. Mogals sind Echos Flugeinheiten, aber nicht hier. Okay. Scheiß Echos Referenz. So, zweimal mit dem Kriegerschwert und Blutlust.
Kommst du rüber? Sehr gut. Das sollte ausreichen. Gut. Mission erfüllt. Sehr gut, Leute. Zu den größten Fail, den du bis jetzt hattest, war, als du in der vierten Ebene den Wicht unten, der die Tür aufmacht, vergessen hast. Ja, ich glaube, es war die dritte, oder? Aber ist auch egal. Jedenfalls was, ja. Man muss die Map dafür kennen. Oh, cool, es gibt Wasser. Yeah. Bring jetzt auch so viel. Oh, Elixiere, das finde ich schön. Okay, wahrscheinlich jetzt relativ viele magische Einheiten, ich sehe schon. Brachialer magischer Angriff und natürlich Versteinerung. Mm. Deswegen, ich schätze, dass der Boss ein Gorgone ist. Eventuell, ja, sehen wir gleich. Ach, die Einheitenverteilung ist interessant, ganz merkwürdig. Okay. Kiste. Ja, das wird sicherlich auch noch spannend. Ich schaue nur gerade, wegen Schemenpfeilen, das ist immer das Wichtigste. Kann jemand auf Langstrecke angreifen oder nicht? Das checke ich immer als allererstes. Oh, was? Oh, das ist der Stein. Nee, oh. Der ist 15.000. 15.000, interessant. Der ist dann wirklich nur Sacred Stones. Den gibt's auch sonst in keinem Fire Emblem. Nee. Der Goldstein ist 30.000. Mhm. Wow, ein Dunkelstein. Sehr beeindruckend. Ja gut, ich meine, geldtechnisch lohnen sich die Lacto-Ruinen halt echt um einiges mehr als der Tower. Das ist schon richtig krass. So, Tower. Sind wir sozusagen in so einer Art Kanalisation oder was? Na toll. Ich glaube, hier unten riecht es nicht besonders erbaulich, aber naja. Ich denke, die Luft da drin müsste sowieso stickig sein. Wahrscheinlich, ja. Gut, es sind keine Langstreckenangriffe, das motiviert mich jetzt irgendwie ziemlich. Da bin ich schon mal froh, das ist sehr, sehr gut. Und ansonsten, ich glaube, es ist sehr interessant, weil hier muss man wirklich nachdenken, wie man die Einheiten verteilt. Aber es sind so viele magische Angreifer, dass ich wahrscheinlich wirklich mit meinen Bischöfen wenig zu befürchten habe, oder? Ja, Rest 27, also bitte. Ich glaube, du kannst sogar 18, diesmal 11 Einheiten mitnehmen. 20. Ja, waren es 11? Ich kann gleich nochmal nachschauen. 29. Ja, hervorragend. Also, jo, hast recht. Resistenztechnisch kann ich hier voll abgehen. Ich meine, ich habe Einheiten, die wirklich was aushalten diesbezüglich. Boah, ich glaube, das wird relativ entspannt. Bin sehr froh, dass jetzt wirklich keiner dabei ist mit einem blöden Schemenpfeil. Das ist das Wichtigste. Ach, darüber macht er sich Sorgen, aber nicht, dass seine Einheit wieder versteinert werden kann. Na, ich habe jetzt Leute mit Erholung dabei. Davor hatte ich das ja nicht. Und seitdem wir jetzt wieder neu rein sind, habe ich so viel Erholung, dass mich das eigentlich nicht mehr wirklich kümmert. So, jetzt wird sich erstmal Chris PC gehackt und dann wird das erstmal bearbeitet. Ja, meine Erholungen heimlich rausnehmen, alle verkaufen. WTF, was habe ich gerade gemacht? Naja, wie auch immer, der Part wird dann an der Stelle hier beendet. Sieht spannend aus, jetzt kommen dann die letzten Ebenen auf uns zu, 7, 8, 9, 10. Let's go. Aber erst beim nächsten Part. Insofern wieder vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald, Leute.